Waschen und desinfizieren Sie sich gründlich die Hände und legen Sie persönliche Schutzausrüstung, zum Beispiel Einmalhandschuhe, an. Befüllen Sie den Spülbehälter mit Wasser. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Absauggerät funktionstüchtig ist. Stecken Sie den Absaugschlauch, Fingertipp und Absaugkatheter korrekt zusammen. Kommunizieren Sie mit dem Patienten und erklären Sie den Vorgang der endotrachealen Absaugung. Bringen Sie den Patienten in leichte Oberkörperhochlagerung oder sorgen Sie für eine bequeme und sichere Sitzposition. Entfernen Sie zuerst das Sprechventil oder die feuchte Nase von der Trachealkanüle. Entnehmen Sie gegebenenfalls die Innenkanüle. Zur Sekretabsaugung wird der Katheter vorsichtig durch das Stoma in die Trachealkanüle eingeführt. Vermeiden Sie hierbei unnötigen Kontakt mit dem Katheter. Schieben Sie den Katheter höchstens 0,5 bis 1 cm über den Rand der Kanülenspitze vor. Durch den Verschluss des Fingertipps mit dem Daumen wird abgesaugt. Achten Sie darauf, dass der einzelne Absaugvorgang nicht länger als 10 bis 15 Sekunden dauern soll. Abschließend wird der Absaugschlauch und eventuell der Fingertipp durchgespült und gereinigt. Befragen Sie den Patienten zu seiner jetzigen Atemsituation und seinem Befinden. Nach der endotrachealen Absaugung müssen alle gebrauchten Einmalprodukte entsorgt werden. Überprüfen Sie alle Materialien auf Vollständigkeit für den nächsten Absaugvorgang.